damit Shalom und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. Wir spielen nämlich Stardew Valley. Und ja, ihr wundert euch vielleicht, Deponia wollte nicht. Nein. Sondern in Stardew Valley und hat verschiedene Gründe. Mehr dazu auf Twitter, Facebook, bevor man uns noch überall findet. Okay. Ja. Stardew Valley, ein sehr, sehr cooles Spiel. Von einem oder zwei Menschen, ich gucke kurz nach. Ja, created by... Die Webcam ist noch neu, darum muss ich mich ein bisschen orientieren. Da, created by Concerned Ape, published by Chucklefish. Ja. Von einem Mann gemacht. Frau. Weiß nicht, was der Gebar ist, bestimmt ein Typ. Von Stardew Valley habt ihr vielleicht sogar schon gehört. Es ist ein ganz schnuffliges, kleines Pixelspiel. Erinnert ganz doll stark an Harvest Moon. Aber es ist nur weitaus besser. Es ist weitaus besser. Ich hab's mal ein bisschen angespielt und was laber ich eigentlich da so viel? Ich fange jetzt einfach an. So. Habt ihr nur davon. Neues Spiel. Charaktererstellung. Wie nennen wir uns mal? Okay, das ist echt einfallslos. Oh mein Gott, der heißt Martin. Aber wie nennen wir jetzt unsere Farm? Wie nennen wir unsere Farm? Habe ich keine Ahnung, wie wir unsere Farm nennen sollen. Banana! Tut mir leid, mir fällt jetzt gerade echt das Bessere ein. Wenn ihr bessere Vorschläge habt, da unten sind die Kommentare. Also das ist meine Nase. So, also hier, wo so unter dem Video. Das ist echt verwirrend mit der neuen Webcam. Okay, da, überall da ist Platz, ganz viel Platz für Kommentare. Ja. My favorite thing. Das mag ich besonders gerne. Cookies. Okay. Was sind eure liebsten Sachen? Okay, sind wir also der Hundefreund oder mögen wir lieber Katzen? Ich persönlich mag Katzen lieber. Verteufelt mich, ich bin ein Katzenmensch. Es ist. Ich mag Hunde, ohne Frage, aber ich komme einfach nicht wirklich mit ihnen klar. So, Männlein, Weiblein erübrigt sich, glaube ich. Ja, das sieht schon mal richtig schön scheiße aus. Also nicht so wirklich. Gucken wir mal, Skin. I think I'm as white as an Englishman. Ich glaube, dem ist ein bisschen schlecht. Ich denke aber, das ist ganz gut. Ja, definitiv. Okay, das Haar. Das ist cool aus, aber... Okay. Das erinnert mich so ein ganz kleines bisschen an...
Chrono aus Chrono Trigger. Ein sehr, sehr tolles Spiel. Ich bin aber noch nicht überzeugt. Das Ditte hier, das ist langweilig. Das ist zu lang. Whee! Nein, 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 nein. Das vielleicht? Das sieht so schäbig aus. Ah! Wir haben noch bei 1. Ich glaube, das hat aber. Fast behaupten, das hat jeder. Das sieht doch mal richtig schön lässig aus. Mein Shirt. Ja, ich glaube, ich weiß, welche Farbe ich nehme. Mit Totenkopf? Oder ohne? Mit? Oder ohne? Mounty Boy. Pff, ich nehme einfach jetzt ganz normal schwarz. Serial. Digger Bart? Fehlt ein bisschen was zu. Schnalzer. Das sieht so creepy aus. Ich glaube, für ein stinknormales Pixel-Art-Game ist es wahrscheinlich. Und so. Okay, Augenfarbe. Blaue Augen. Passt ja zu mir. The Haarfarbe, die muss ein bisschen heller. Ein bisschen mehr Gelb rein. Ja, so ist gut. Und meine Hosen. Die können ruhig blau bleiben, das ist in Ordnung. So, liebe Leute. Es geht los. Es geht los. Ja. Geht los. Ich wünsche auf jeden Fall erstmal schon mal bis hierhin oder von hier aus viel Spaß. Und lass es ein bisschen berieseln. Feuer frei. For my very special grandson. I want you to have this sealed. Yet. Have patience. Now listen close. There will come a day where you feel crushed by the burden of mortal life. And your bright spirit will fade before growing emptiness. Ich kann übrigens nur Englisch, darum lese ich das jetzt so vor. When that happens, my boy, you'll be ready for this gift. Ich glaube, ich klinge also wie so ein Action-Opa, oder? Now let Grandpa rest. XX years later. Yoya, join us, Frath. Hey, Woody! Wood, Wood! Life's better with Yo-Yo.
Der Brief. Dear Martin, if you're reading this, you must be in dire need of a change. The same thing happened to me long ago. I lost sight of what mattered most in life. Real connections with other people and nature. So I dropped everything and moved to the place I truly belong. I have enclosed the deed to that place. My pride and joy. Banana Farm! It's located in Stardew Valley, on the southern coast. It's the perfect place to start your new life. This was my most precious gift of all. And now it's yours. I know you'll honor the family name, my boy. Good luck. Love, Grandpa. P.S. If Louis is still alive, say hi to the old guy for me, will ya? Ja, na klar, machen wir uns so. Loading. Oh, ist das schön hier. Stardew Valley. 0.5 miles. Was ein Vögelchen. Ach schade, ich dachte das Charakter ist ein Schild. Das wäre echt lustig geworden. Hello, you must be Martin. I'm Robin, the local carpenter. Mayor Louis sent me here to fetch you and show you the way to your new home. Stay right now, tidying things up for your arrival. The farm's right over here if you follow me. Wir haben einfach eine hübschen jungen Dame abgeholt. Oh yeah. Alter, sieht das scheiße aus hier. This is Banana Farm. What the fuck? What's the matter? Sure, it's a bit overgrown, but there's some good soil underneath that mess. With a little dedication, you'll have it cleaned up in no time. Haha, sagt es so einfach. Oh je. And here we are, your new home. Oh, I'm a new farmer. Welcome, I'm Luz, mayor of Pelican Town. You know, everyone's been asking about you. It's not every day that someone new moves in. That's quite a big deal. So, you're moving into your grandfather's old cottage. It's a good house, very rustic. Schäbig würde ich es nennen. Rustic? That's one way to put it. Rusty might be a little more apt, though. Rude! Don't listen to her, Martin. She's just trying to make you dissatisfied so that you buy one of her house's upgrades. Humph! Sprich zur Knallübersetzung von Humph. Anyway, you must be tired from the long journey. You should get some rest. Tomorrow you ought to explore the town a bit and introduce yourself. The townspeople would appreciate that. Oh, almost forgot. If you have anything to sell, just place it in this box here. I'll come by during the night to collect it. Well, good luck. Der alte Mayor Louis. Mayor. Whoop. Whoop, whoop, whoop. Und noch einmal, Shalom und herzlich willkommen zu Stardew Valley. Oh yeah, Stardew Valley. Gut, was haben wir hier schönes liegen? Was ist... Nein. 15 Parsnip Seeds. Und wir haben einen neuen Eintrag in unserem Tagebuch. You receive 15 Parsnip Seeds. Here's a little something to get you started. May I lose? Oh dear. Gut, wir haben einen Fernseher in unserer Hütte. Und der Strom läuft eigentlich auch sofort, wie es scheint.
einfach mal. Wir haben den Wetterreport, wir haben den Wahrsager und wir haben auf dem Landleben. Welcome to Cozy 5, your number one source for weather news and entertainment. And now the weather forecast for tomorrow. It's going to be a beautiful sunny day tomorrow. Bisschen enthusiastisch der gute Mann. I sense that some new viewers joined us. A young man from Stardew Valley. Welcome, welcome. The spirits are very happy today. They will do their best to show everyone with good fortune. Ja? Naja, hallo, ich bin hierher gezogen. Das ist natürlich klar, dass alle cool drauf sind. Das ist doch vollkommen normal. Living off the land. Welcome to Living off the Land. We're back again with another tip for y'all. Now listen up. This one's for all you greenhorns out there. Chop wood and search for fire forage to eat some cash while waiting for the first harvest. Was war alles? Okay. Sieht das scheiße aus hier. Gucken wir mal, also mit wer ist dem bewegen wir uns auf jeden Fall. Hoch, runter, links, rechts, schräg, schräg, halb, schräg, fast schräg, so ein bisschen schräg. Gut. Mit der linken Taste benutzen wir auf jeden Fall erstmal unsere Werkzeuge. Und mit der Axt, wer hätte das gedacht, können wir Holz hacken. Das ist, ich guck mal ganz kurz, mit, kommt übrigens wunderbar und unglaublich super easy einfach mit E ins Menü. Wir haben eine Axt, nutzt man zum Holzhacken. Eine Hoe wird genutzt, um zu graben und, ja, ich sag mal, die Erde aufzulockern. Eine Watering Can, eine Gießkanne. Zum natürlich besser, wer hat das jetzt gedacht? Die Pickaxe, um Steine zu brechen. Und die Sense, mit der man Gras in Heu verwandeln kann. Das zeige ich euch später. Wenn man natürlich ein Silo gebaut hat. Ein gebildetes Silo. Ich habe einen Bachelor of Arts. Gut, das sind die Parsnip Seeds, die wir bekommen haben. Was jetzt nur genau Parsnips sind, ja, keine Ahnung. Aber Wood, wir haben Holz. Holz. Upsala. Man kann im Menü wunderbar und total easy einfach mit dem Mausrad durchschalten. Man kann aber auch die Dingsbums-Tasten benutzen. Ja, Dingsbums-Tasten. Machen wir mal ein bisschen Platz. Lass mal die alten Steine weg. Komme ich nicht durch. Ups, das war, glaube ich, ein bisschen blöd. Okay, dann haben wir hier noch ein bisschen Holz. Your axe isn't strong enough to break the stump. Also unsere kleine Aluminium-Axt, die aus dem letzten Jetzt fällt dazu nicht mal ein guter Witz ein, verdammt. Aus der letzten Kelloggs-Packung. Wee, wee, wee. Was sammeln wir ein? Fiber. Man braucht immer ein gutes Fieber. Meine ganzen Unsinn weg. Ach, ein Frosch. Ein Fröschli. Fröschli? So. Haben wir hier oben noch ein bisschen was weg. Und hier und da und dort. Ja. Die Zeit läuft übrigens, während wir irgendwas tun, auch immer weiter. Logischerweise ist es ist ja wie im echten Leben. Oh mein Gott. Und wir machen jetzt immer ein bisschen Platz für, ihr werdet es gleich bald sehen, wer solche Spiele wie Harvest Moon in seiner Jugend gespielt hat, oder auch jetzt, das ist ja jetzt noch nicht so wirklich ans Alter gebunden. Kennt das Spielprinzip in etwa? Weiß, was wir zu tun haben. Für die, die es nicht wissen, wir haben eine Farm geerbt. Und wir werden auf dieser Farm leben, arbeiten, sterben, irgendwann bestimmt mal. Und auf jeden Fall versuchen wir das gute, alte, verdreckte... Hey! Ist Stein ins Wasser gefallen? Herzlichen Glückwunsch. Wir versuchen, diese Farm wieder zu bewirtschaften, sie attraktiv und schön zu machen, wie bei der Miss Universe-Wahl. Und dann, werden wir leben.
Spaß haben, neue Freunde finden und treffen, zwischen die Augen, je nachdem, was wir werfen. Und ja, klingt schon mal ganz gut. Zurzeit haben wir aktuell 500 Gold. Es ist gerade pausiert, weil immer, wenn man irgendwann ins Menü geht, wenn man irgendwem anquatscht oder was auch immer, das Spiel pausiert, finde ich eigentlich ganz praktisch. Weil der Tag hat leider nur 24 Stunden. Das ist nicht viel. Und da muss man natürlich sehen, wie man mit dem Arsch an der Hand kommt. Okay, das ist auf jeden Fall... Also wenn ihr das Menü öffnet, landet ihr auf jeden Fall zuerst im Rucksack. Ihr seht, hier sind noch ein paar dunkle Felder. Die kann ich momentan nicht benutzen. Aber vielleicht später. Und wir haben Skills, weil... Stardew Valley ist nicht nur ein cooles Farmer-Aufbau-Simulationsspiel, sondern auch eine Art Rollenspiel. Wir können verschiedene Skills, Farming, Mining, Foraging, Fishing und Combat aufskillen und wären hoffentlich auch besser. Hui! Robin heißt sie also und das ist Louise. Okay, das war gerade mein Telefon, das war nicht gewollt. Es gibt auf jeden Fall, wie man sieht, ja... Eine ganze Menge Leute. Okay. Das ist der Social Reiter. Ich denke mal, wir können mit diesen Leuten irgendwann später auch interagieren. Die Herzen sind vielleicht dafür da, um eventuell gegebenenfalls Zuneigung auszudrücken. Freundschaft, was auch immer. Und, hupsala. Das hier ist... nicht links klicken? Blöde Idee. Das ist Stardew Valley. Wir haben hier... schon gut beschriftet die verschiedenen Orte, wo wir hinreisen können. Lonely Stone, okay. Ein paar von diesen Orten können wir leider... Wie habe ich denn gerade Orten gesagt? Ein paar von diesen Plätzen können wir leider noch nicht bereisen. Wir sind uns noch nicht möglich. Okay. Und was ich auch ganz cool finden auf jeden Fall, wir haben ein Crafting-Menü. Das heißt, wir können aus dem, was wir sammeln, was wir machen, was wir bauen, neue Sachen machen, bauen und so. Okay, wir haben Campfire, Cobblestone Path, Gravel, Wood Path, das sind Wege. Campfire ist ein Lagerfeuer. Torches, bestimmt ganz wichtig. Licht. Ich crafte nur schnell. 3 Stück. Dafür brauchen wir Sap und Wood. Eine Kiste, Zäune und ein Tor. Natürlich wie bei jedem guten Aufbausimulationsspiel gibt es eine Sammlung. Wir sehen, es ist einiges, was man hier machen kann. Wenn nicht sogar noch mehr. Wir haben Items shipped, Farm and Forage. Wir haben Fisch, Artefakte können wir sammeln, Mineralien können wir finden. Wir können sogar kochen und wir haben hier nicht gerade wenig Rezepte. Das wird interessant werden auf jeden Fall. Und es gibt Achievements. Gucken wir uns nicht an, weil wir uns ja auch nur nicht den Spaß verderben lassen. In den Optionen kann man noch einige andere hübsche Sachen machen. Ups. Nein. Zoom-Buttons. Was ganz interessant ist übrigens Exit Game, da kann man halt beenden. Was übrigens sehr interessant ist, wir haben hier die Möglichkeit, das Spiel ein bisschen auszuzoomen. Finde ich persönlich sehr, sehr viel geiler, weil man sieht erstmal mehr. Man hat mehr davon. Ja, schreibt mir einfach in die Kommentare, wenn euch die Ansicht zu klein sein sollte. Wir können, wie gesagt, den Zoom gerne wieder nach oben machen. Absolut kein Thema. Ja. Das war erstmal soweit eine kurze Einführung in das Spiel. Kauft es euch gerne bei Steam. Es kostet nur 13,99 € nach dem letzten Wissenstand. Keine Ahnung. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, bis hierhin sage ich euch erstmal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Stardew Valley. Yeah.